Du willst Eis ohne Farbstoffe und Aromen. Du stehst auf Natur pur. Das kannst du leichter haben. Liebe SWN-Zuschauer, also heute war ich bei Riedl Bau in Bergrheinfeld und da wird eine neue Talent Factory gebaut. Und schaut euch den Film an. So, hallo liebe Fernsehzuschauer, also heute habe ich die Frau Riedl vom Mikrofon und hier in dem Betriebshof entsteht also was Interessantes. Frau Riedl, was können Sie mir dazu erzählen? Hier entsteht unsere neue Talent Factory an unserem Standort in Bergrheinfeld. Talent Factory, wir wollten es erst Azubi-Werkstatt nennen, aber es trifft es nicht ganz, denn es sind nicht nur Azubis, die hier weiter und ausgebildet werden sollen, sondern Schulungen aller Art, vor allen Dingen auch im Bereich Nachhaltigkeit, den wir uns jetzt ganz groß auf die Fahne geschrieben haben. Und unser Nachwuchs soll hier Dinge ausprobieren können, die er auf den Baustellen so nicht jeden Tag ausprobieren kann. Ich glaube, wir sind alle vollzählig. Von daher möchte ich Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Baggerstich der Talent Factory von Riedl Bau. Besonders möchte ich hierbei Frau Stefanie Riedl, die Eigentümerin und Aufsichtsratsvorsitzende, mit ihrer Mutter Mirmi Riedl begrüßen, die überhaupt das ermöglicht haben, dass wir heute hier stehen. Des Weiteren den Herrn Treuting, den ehemaligen Vorstand und jetzigen Mitglied des Aufsichtsrates, sowie den Landrat des Landkreises Schweinfurt, den Herrn Töpper, die zweite Bürgermeisterin der Stadt Schweinfurt, die Frau Lippert, sowie aus Bergrheinfeld den ersten Bürgermeister, den Herrn Werner, sowie von der Bauinnung den Obermeister, den Herrn Böhner, sowie den Geschäftsführer der Bauinnung, den Herrn Ruppert, sowie die Frau Ziegler, die ab September dann die neue Geschäftsführerin sein wird, sowie den Herrn Hildmann, der die Wirtschaftsförderung der Stadt Schweinfurt vertritt. Des Weiteren begrüße ich den Professor Naumann mit seinem Team, das sind die Architekten der Hochschule aus Würzburg und Schweinfurt, sowie die Damen und Herren der Presse. Dann möchte ich aus dem eigenen Haus die Bereichsleitung Personalentwicklung, den Herrn Schlereth, sowie die Bereichsleitung Schlüsselfertigbau, den Herrn Rückert, sowie natürlich die ganzen Auszubildenden, um die es hier letztendlich geht, die dualen Studenten und die sonstigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Firma Riedl Bau recht herzlich begrüßen. Ja. Ich wurde ein bisschen gebeten, dass ich mich kurz fassen soll bei bestem Wetter. Es werden im Anschluss, sage ich mal, ein paar Reden kommen, ein paar Gastbeiträge. Von daher, die Idee zu diesem Projekt Talent Factory, die reift schon etliche Jahre und deshalb ist dieser Projektstart für uns ein ganz besonderer Tag, ein Meilenstein für die Eigentümerfamilie und für die Unternehmensführung. Wir wollen hiermit auch ein Zeichen setzen für das Handwerk, für die Ausbildung und für das lebenslange Lernen. Ja. Wir wollen die Baubranche zukunftsfähig gestalten und die hohe Ausbildungs- und Weiterbildungsqualität bei der Firma Riedl Bau weiter fördern. Ja. Soweit so gut zum Ersten. Von daher würde ich den Landrat, den Herrn Töpper, um ein Grußwort bitten. Herzlichen Dank für die freundliche Einladung und die Gelegenheit, lieber Herr Bürgermeister, hier in Bergrheinfeld in guter Partnerschaft und Nachbarschaft, liebe Frau Bürgermeisterin Lippert, ein Grußwort zu sprechen zu einem Baggerstich, nichts Alltägliches, auch in meinem Kalender. Und liebe Frau Riedl, liebe Familie Riedl, wir haben uns vorhin ausgetauscht, auch selbst für Sie nicht, aber ich finde dieses Format ausgesprochen gelungen. Und was ich insbesondere gelungen und begrüßenswert finde, das ist die Art und Weise, wie Sie, Herr Kranig, auch gerade geschildert haben, wie Sie sich als Unternehmen auch bezüglich Fachkräftesicherung aufstellen,
Zuversicht ausstrahlend. Wir sind momentan in einer Phase, in der auch viel geklagt wird, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle durchaus berechtigt geklagt wird. Aber ich glaube, wir müssen uns auch vor Augen führen, was wir als Handelnde in der Wirtschaft und insofern sind wir auch als Kommunenhandelnde in der Hand haben, wenn es darum geht, deutlich zu machen, Chancen aufzuzeigen in einer Branche, die ganz gewiss und die heutigen großpolitischen Diskussionen unterstreichen es ja auch, ganz entscheidend ist für die Zukunft unseres Landes, die Baubranche, die in der Region Schweinfurt dankenswerterweise auch durch das Unternehmen Riedelbau, durch ihre Unternehmensgruppe geprägt ist, durch ein Familienunternehmen, das seit 1899, wenn ich es richtig im Kopf habe, dazu beiträgt, dass Bau auch ein Gesicht hat, ein vertrautes Gesicht, ein auch vertrauenswürdiges Gesicht. Und ich freue mich, wir halten natürlich alle Regularien, was Vergaberecht angeht, ein als Landkreis Schweinfurt. Ich freue mich trotzdem immer, wenn Zuschläge in die Region gehen und wenn wir gemeinsam uns auch großen Bauprojekten wie dem beruflichen Schulzentrum Alfons Goppel, das ja in der kommenden Woche zur Einweihung ansteht, zuwenden können, in der Gewissheit, dass wir wissen, was wir aneinander haben. Und Sie, liebe Familie Riedel, liebe Verantwortungstragende hier in der Firmengruppe, Sie wissen, was Sie an Ihren Mitarbeitenden haben, nicht nur an denen, die neu ins Unternehmen kommen, sondern auch an denen, die jetzt hier in dieser Talent Factory auch eine Heimstatt haben werden, nämlich die, die über Jahre und Jahrzehnte vielleicht schon dem Unternehmen angehören und die sich auch hier nochmal stärken können für künftige Herausforderungen. Ich bin sehr, sehr froh, dass Sie sich mit diesem Bauprojekt abermals zur Region Stadt und Landkreis Schweinfurt bekennen. Ich freue mich, dass wir im Landkreis Schweinfurt anhaltend solide steigende Beschäftigungszahlen aufweisen und dass wir Unternehmen wie die Firma Riedel hier unter uns wissen, die sich zur Region bekennen, die dazu beitragen, dass Menschen eine oftmals ja auch lebenslange Perspektive auch in der jetzt nachwachsenden Generation hier finden und dass sie Unternehmenskultur pflegen, wie man sich's nur wünschen kann. Für uns als öffentliche Hand ist es ein gutes Beispiel und ich denke, wir ticken da gar nicht so unähnlich. Wir wissen, was wir an unseren Mitarbeitenden in den Verwaltungen haben, die auch zeigen können und wollen, was sie zu leisten in der Lage sind für einen starken Wirtschaftsstandort. Alles Gute dieser Baustelle, die heute ihren Anfang nimmt, aber insbesondere alles Gute hier dem Unternehmen, ganz im Sinne unserer Region. Herzlichen Dank, dass ich heute unter Ihnen sein darf. Ich wäre im Namen der Stadt hier, Surya Lippert, zweite Bürgermeisterin, mit einem ganz herzlichen Gruß vom Oberbürgermeister. Und es ist mir tatsächlich eine Ehre, hier bei Ihnen zu sein heute, denn ich durfte ja immer mal bei Ihnen sein. Und ich habe jetzt gelesen, Slogan fürs nächste Jahr wäre Bauen mit Tradition und Innovation. Haben Sie schon immer gemacht und ich danke mir, gerade wenn ich Sie so beieinander sehe, was Frauenpower so über die Generationen, 125 Jahre, natürlich nicht nur Frauenpower, auch die Familie, nicht nur für diese Region, ich habe vorhin gesehen, Erfurt, München, ein Schulzentrum. Wir unterschätzen alle, was an Schulzentren im Moment gebaut wird, was das bedeutet, wenn auch viele jetzt jammern oder jetzt ein Problem haben, es ist schwierig. Wo Schulen gebaut wird, gibt es Kinder. Wo es Kinder gibt, gibt es Zukunft. Das ist doch mal ein Sie gestalten diese Zukunft mit. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ich muss ehrlich sagen, als ich so herkam, habe ich mir gedacht, dass Sie gut können und richtig können, weiß ich schon länger. Aber dass Sie auch schön können, das habe ich gerade gesehen. Das ist irgendwie, ich glaube, man nennt das ästhetisch, ganz deutlich. Zweiter Punkt, Cradle to Cradle. Auch das habe ich jetzt über die Jahre verfolgt, dass Sie eine unserer großen Firmen sind, die auch verstehen, wir müssen wohl das Bauen neu denken. Ich war letzte Woche auf einer Konferenz gemeinsam mit Herrn Töpper, da ging es um Rohstoffe. Da habe ich mir gedacht, Rohstoffe hier in der Gegend? Gibt es hier Edelsteine? Wusste ich nicht, spannend. Und dann habe ich gelernt, als ich auch alle Bürgermeister gesehen habe, die auch furchtbar geschimpft haben, es geht um Sand und Kies. Und wenn ihr das zum Bauen nicht habt, habt ihr ein Problem. Und das wird rar. Und das wird auch zunehmend, will man das nicht aus dem Boden holen, weil das wieder andere Themen mit sich bringt. Und dass ihr allein dadurch ganz anders und neu denken müsst. Das Cradle-to-Cradle-Prinzip bedenken müsst, mit dem grauen Beton umgehen müsst. Das sind natürlich riesen Herausforderungen, das ist mir bewusst. Und die Idee, okay, dann bauen wir halt nicht mehr oder bauen nur noch mit Holz. Dass das nicht funktioniert, das ist mir sogar als Laie total bekannt. Und von daher vielen Dank, dass Sie alle Player, die ansatzweise eine Rolle spielen, mit ins Boot nehmen und gucken, wie geht's anders, wie geht's neu.
Und da bin ich relativ zuversichtlich, dass Sie da Wege finden und auch uns zeigen, wie es gehen kann. Denkt Sie doch zusammen. Was können die einen, was können die anderen, was kann ein Mensch in beiden Bereichen tun? Und da zusammen neu denken, um das Thema Handwerk nochmal ganz anders aufzustellen. Wir haben es gerade auch so ein bisschen gehabt, das Thema junge Leute, die vielleicht an der FH anfangen oder an unserer THWS und dann sagen, ach nee, vielleicht doch lieber Handwerk und vielleicht beides, vielleicht dual. Das ist die Zukunft. Und dass Sie die Handwerker hier richtig an die Hand nehmen und ihnen helfen. Gerade die mit Sprachschwierigkeiten, die vielleicht dann hier praktisch das tun können, wo die Berufsschule viel zu theoretisch möglicherweise zeitweise ist. Da denke ich mir, Sie machen einen richtigen Schritt in der richtigen Zeit und wünsche Ihnen Gottes Segen dazu und freue mich drauf, das hier wachsen und gedeihen zu sehen. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Kranich, sehr geehrte Familie Riedle, als Bürger, als Standortbürgermeister von Berg-Rheinfeld, dazu gratuliere ich Sie ganz herzlich. Ich freue mich als Ulrich Wanner, aber auch als Bürgermeister, dass es hier auf dem Riedl-Gelände, das ich schon von klein auf als Bub gekannt habe, da war das noch ein wenig anders hier. Da war er, ja, das war Erlebnisspielraum hier. Aber was da draus geworden ist, durfte ich die letzten 6 Jahre als Bürgermeister miterleben. Über den Herrn Treuting, der ja im Berg-Rheinfelder Bürger ist, hat auch immer entsprechend uns informiert in der Verwaltung, was ansteht. Und wir haben den nicht ganz einfachen, steinigen Weg dann eben auch gegangen, damit das, was heute hier der Spatenstich ist und zukünftig sicherlich ein Leuchtturm sein wird in der Bereich Baubranche hier in Unterfranken, dass das eben hier zustande gekommen ist. Einen herzlichen Glückwunsch und auch für die Hartnäckigkeit. Und ja, es muss halt, das habe ich auch erlebt, nicht nur gute Gedanken als Bürgermeister. Es gibt Gesetze und Vorschriften, die müssen entsprechend abgeprüft werden. Aber wenn zum Schluss sowas rauskommt wie hier, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal in die Reihe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier bei der Firma Riedl. Es sind ja nicht wenige auch aus Berg-Rheinfeld, die hier in Brot stehen oder hier ihr Brot verdienen mit einer großen Motivation. Und durch solche Projekte, wie das heute angestoßen wird, wird das Ganze natürlich nochmal befeuert. Und man ist stolz, in so einem großen Baubetrieb, Riedlbau, eben beschäftigt zu sein und auch Zukunftsperspektiven hat. Frau Liebert hat schon mal angesprochen, als Bürgermeister ist man zwischen allen Reihen. Wenn es jetzt heißt um Rohstoffabbau, ich sage Ihnen, das ist ein schwieriges Thema hier in Berg-Rheinfeld, weil wir ja, wie Sie wissen, mit Stromleitungen und mit anderen Autobahnen natürlich das kleine Gebiet der Gemeinde Berg-Rheinfeld schon belastet ist in den letzten Jahrzehnten. Und wir natürlich auch ein bisschen Luft, wir wollen ja auch hier leben und nicht nur zum Urlaub fahren, in die Schweiz fahren oder am Gardasee, sondern wir wollen vor Ort auch noch eine gewisse Freizeitqualität haben. Die braucht jede und jeder von uns. Und deswegen stehe ich da immer zwischendrin oder warum der Kran nachts beleuchtet ist oder solche Sachen, was auf der einen Seite natürlich Werbung ist, im positiven Sinne, auf der anderen Seite jemand in seinem Vorgarten sich dadurch aber natürlich auch ein Stück weit eingeschränkt vorkommt. Das ist ein wichtiges Balanceakt, den man als Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auszuhalten hat. Aber positiv, und es geht darum, letztendlich in Arbeit und Brot zu stehen, seine Schaffenskraft, die in uns liegt, entsprechend in den Betrieb einzubringen, hier eben im Bereich des Baugewerbes. Dazu wünsche ich uns allen und Ihnen allen weiterhin viel Erfolg und heute sicherlich einen Meilenstein gesetzt, wieder in eine neue Innovation zu kommen. Und als Bürgermeister von Berg-Rheinfeld begleite ich das und schaue da sehr positiv abends immer wieder rüber, wenn ich meinen Abendspaziergang mache, auf die Firma Riedl, Riedlbau und alle, die ich da auch hier kenne, die da bereit sind, in das nächste Jahrzehnt oder mehrere Jahrzehnte zu gehen. Vielen Dank und weiterhin einen guten Verlauf des Spatenstichs. Dankeschön. Deutschland Talent Factory, haben uns da eigentlich von Anfang an schon mit beschäftigt. Die Seminarräume, auch wie wir vor 6 Jahren hier gebaut haben, der Bürgermeister hat es ja gerade gesagt, haben wir ja auch Seminarräume, Schulungsräume hier eingebaut und kommen mit der theoretischen Schulung wirklich gut voran. Aber gerade wir als Handwerker tun uns immer schwer damit, für die handwerkliche Ausbildung auch Räumlichkeiten oder Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Warum ist das so? Also wir haben uns dann neu resettet und haben uns überlegt, nein, diese Lehrwerkstatt, diese Talent Factory wollen wir bauen, weil einfach so viele Mechanismen, so viele Sachen noch im Handwerk auch weitergebildet gemacht werden. Es gibt neue Sicherheitsinnovationen etc.
wenige oder vielmehr auch für die Auszubildenden. Aber da haben wir mit der Innung ja unseren Grundstock, wo die klassische Ausbildung erfolgt. Da ist die Lehrwerkstatt sicherlich dann aber auch das Backup, um den einen oder anderen dann doch noch einmal was zu zeigen, dass er die Noten dann ein bisschen besser kriegt darüber. Ne? Aber die Entscheidung war dann relativ klar, wir bauen eine Lehrwerkstatt, wir bauen die Talent Factory. Denn Bedarf der praktischen Schulungen und die neue Technologien, hatte ich gerade schon gesagt, es geht aber auch darum, die Mitarbeiter immer wieder zu motivieren, dass sie über den Tellerrand auch ein bisschen hinausschauen. Die meisten machen das freiwillig. Viele sind auch interessiert in den Themenkreisen, sodass wir bei Schulungen zum Beispiel Klebebewährung und so wirklich auch mit 30, 40 Leuten auflaufen können. Und da ist die Frage immer, fahren wir irgendwo hin in ein externes Schulungszentrum oder machen wir das bei uns auf dem Hof oder auch Möglichkeiten, dass das in der Praxis oder auch mal ein paar Bilder zu zeigen, einfach viel naheliegender und es bereichert den Mitarbeiter, ganz zu schweigen davon, dass wenn die Leute beisammen sind, haben wir auch das, was wir uns alle wünschen. Wir sind dann mit Freunden unterwegs, wir kommen in einem familiären Umfeld dazu, dass wir uns da alle entfalten können. Weiterhin eine gute Veranstaltung. Sehen Sie auch die Musterwand, wie die aufgebaut sein wird. Genauso. Und wenn Sie dann gerne auch hier nach vorne kommen. So, und heute gibt es statt einen Spatenstich, einen Baggerstich von der Chefin persönlich. Geschafft. So, jetzt noch ein Bild für die Erinnerung. Bei dem schönen Wetter bereiten natürlich solche Termine einen besonderen Spaß. Also ich hatte zumindest viel Spaß dabei bei diesem Termin bei Riedelbau. Vielen herzlichen Dank. Also ich fand den Termin sehr interessant, wusste gar nicht, dass die Firma Riedel so ein großes Gelände im Berg Rheinfeld hinten hat.